Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch seit langem mal wieder etwas mitnehmen möchte in ja, meinen Alltag hier und in die Gedanken, die ich mir mache. Ich habe viele Jahre meinen Alltag geteilt hier auf YouTube und hatte dann wirklich eine lange Pause. Und jetzt gab es in den letzten Wochen mehrere Erlebnisse, die mich so sehr auf dieses Thema zu Hause gestoßen haben, dass ich das jetzt zum Anlass nehme, um euch ein bisschen mitzunehmen. Ich glaube, es ist circa 2 Wochen her, dass ich hier bei uns im Garten gearbeitet habe. Wir haben einen großen Garten und ein kleines Hexenhäuschen, das wir gemeinsam hier gebaut haben. Und ich saß auf den Stufen und habe Unkraut aus den Fugen rausgezogen. Meine kleinste Tochter war gerade bei meinem Mann. Und ich hatte ein bisschen Zeit für mich und auf einmal hat mich eine unfassbare Traurigkeit erfasst und Sinnlosigkeit. Ich hatte den Gedanken, dass meine älteren 4 Kinder nicht hier sind und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ich zupfe Grashalme aus Stufen raus. Wem soll das bitte irgendwas bringen? Was mache ich hier? Und bin mittlerweile so weit, dass ich Traurigkeit oder Schmerz nicht mehr versuche, irgendwie wegzuschieben. Das habe ich lange gemacht und das hat mir weder seelisch noch körperlich gut getan. Ich habe mir dann eine Musik angehört, die ja, mich mit meiner ältesten Tochter verbindet und habe diesem Schmerz einfach freien Lauf gelassen und ja, konnte mich kaum halten vor Schluchzen. Und nachdem diese Gefühle zum Ausdruck kommen konnten, ging es mir auch wieder besser. Also für euch, mir hilft es wirklich, wenn ich eine Musik finde, die zu meiner Laune passt, dass ich den Gefühlen, die in mir sind, Ausdruck verleihen kann und sie dadurch durch mich durchfließen und auch wieder abflauen können. Das hat sich als sehr hilfreich für mich erwiesen. Naja, ich komme nachher nochmal drauf zurück. Dann das nächste war, dass ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann es genau war, vor ein paar Tagen saß ich mit Eutun hier am Tisch. Wir haben eine Terrasse, die wirklich überwuchert ist mit Bäumen, also man sieht kaum den Himmel. Aber ich saß in Blickrichtung zum Wald, wir wohnen direkt am Wald und es war strahlender Sonnenschein. Es ist super heiß, auch jetzt gerade, also wirklich kaum zum Aushalten. Nach 11 bis ca. 6 Uhr ist es eigentlich fast unmöglich, draußen zu sein und irgendwas zu machen. Also wir saßen am frühen Abend, Spätnachmittag, dort auf der Terrasse und ich habe dann aus dem Augenwinkel was Seltsames gesehen und habe aufgeschaut zum Himmel und es kam eine riesengroße Rauchwand auf uns zu. Also ich weiß nicht, ob man das nachempfinden kann, wenn man das noch nie erlebt hat. Die Türkei ist natürlich prädestiniert für Waldbrände und wir hatten wirklich schon sehr viele in diesem Jahr. Und die Brände können sich auch unglaublich schnell ausbreiten, je nach Wind bis zu 15 km/h. Und das Problem war, dass der Wind recht unberechenbar war an dem Tag. Normalerweise ist es relativ windstill bei uns, aber an diesem Tag hatten wir doch immer wieder ein paar Windböen. Und das war in diesem Moment wirklich vollkommen unübersichtlich. Wir sind dann beide aufgesprungen und runter in den Garten gerannt, um einen besseren Überblick zu bekommen. Und der gesamte Horizont, hinter uns war alles klar, aber vor uns, also wir wohnen ein bisschen am Berg, alles, was wir vom Wald sehen konnten und dahinter hat sich eine riesige, dunkle Wolke erstreckt, die auf uns zugekommen ist und innerhalb von wenigen Minuten hat sich das Tageslicht total verändert. Und mein Mann hat sofort gesagt, pack unsere Sachen und wirf sie ins Auto. Ich hatte dann meine kleine Tochter hinten in die Rucksacktrage genommen und stand wirklich für ein paar Momente komplett neben mir. Ich wusste überhaupt nicht, was ich hier anfassen soll, wo ich hingehen soll. Kurze Zeit später wurde über die Moschee eine Durchsage gemacht. Wir wohnen direkt an der Moschee, also Luftlinie vielleicht. Ich bin schlecht im Schätzen. 50, maximal 100 Meter. Und das ist nicht ungewöhnlich, dass hier Durchsagen gemacht werden, wenn die Gemeinde
irgendein, ja, eine Veranstaltung hat oder manchmal kommt zum Beispiel auch der Tierarzt ins Dorf und kümmert sich umsonst um Tiere oder wenn die Schule eine Veranstaltung hat oder wenn es einen bestimmten Markt gibt bei uns im Dorf, wenn jemand verstorben ist, es werden immer Durchsagen über die Moschee gemacht. Die haben wirklich sehr gute Lautsprecher. Und es kam dann eben in diesem Moment auch die Durchsage, dass alle Dorfbewohner ihr Wasser bereithalten sollen und auch bereit sein sollen zu gehen. Und dann sind schon die ersten Helikopter über unser Land geflogen. Und es war einfach total unübersichtlich und überhaupt nicht einschätzbar. Und mittlerweile kann ich mehr nachvollziehen, was mir da passiert ist. Ich bin normalerweise wirklich geübt in Notfallsituationen. Ich weiß noch im Kreissaal, wann immer ein Notfall war, schaltet mein Gehirn irgendwie um und wird sehr pragmatisch und funktioniert super gut. Aber in diesem Moment war ich einfach vollkommen leer. Ich habe dann meine Freundin angerufen, die mir wirklich sehr geholfen hat, mich zu beruhigen und dann einen kühlen Kopf zu fassen, die wichtigsten Dinge einzupacken, wie zum Beispiel Dokumente. Und dann, wenn noch Zeit ist, hat sie mir den Tipp gegeben, weil sie auch erfahren ist mit Brandgefahr, dass wir das Haus noch wässern können und die Dächer und alle Fenster und Türen schließen. Und ich habe dann tatsächlich später gelesen, dass die Dörfer, die betroffen waren von dem Brand, dass es die Leute tatsächlich so gemacht haben. Also wie dem auch sei, es war das erste Mal für mich, dass ich in so einer Situation war, während wir gerannt sind und die Sachen ins Auto geworfen haben, hatten wir die Idee, dass wir die Drohne einmal kurz hochfliegen lassen können, um zu schauen, ob das Feuer über den Bergkamm gekommen ist oder nicht. Und nachdem mein Mann das gemacht hatte, haben wir gesehen, dass das Feuer nicht so nah war, wie es schien. Also wir konnten das nicht sehen, wir konnten nur die riesengroße Rauchwand sehen. Der Wind hat dann gedreht, wir hatten wirklich Glück. Aber ja, es war ein sehr, sehr großes Feuer und es waren insgesamt acht Hubschrauber, acht Löschflugzeuge im Einsatz und die ganzen Feuerwehren von den ganzen Umkreisen. Also ja, es hat schon einen sehr, sehr großen Schaden angerichtet. Es ist ein riesengroßer Wald, der hier an unser Land angrenzt. Und ja, dieses Mal hatten wir Glück. Und nachdem dieses Erlebnis vorbei war, und ich wieder klarer denken konnte, habe ich mich auch gefragt, was in dem Moment mit mir passiert ist. Und ich beschäftige mich jetzt schon länger mit dem Gefühl, zu Hause zu sein, mit Containern in Anführungsstrichen um uns rum, die uns halten und die uns Kraft geben. Und natürlich sollte unsere Familie unser erster Container sein. Also ein Platz, wo wir uns wohlfühlen, wo wir selbst sein können, wo wir unsere, ja, Energie reinfließen lassen können im Sinne eines Kreieren dieses Containers. Ja, also zum Beispiel, was ich da auf den Stufen gemacht habe, Unkraut zupfen, im Garten arbeiten, all das dient nichts anderem, als diesen Container zu pflegen, meine Energie einfließen zu lassen und dadurch unser Zuhause zu schaffen. Und dieser Ort hier, ich würde ihn sehr als mein Zuhause definieren. Und das ist auch immer der Ort, an dem ich mir alle meine Kinder vorstelle. Und ich glaube, was in diesem Moment passiert ist, ist, dass ich in Sekundenschnelle damit konfrontiert war, dieses Zuhause zu verlieren. Denn also wenn hier mal ein Brand herkommt, dann würde ich sagen, sind wir chancenlos, denn wir wohnen einfach mittendrin und überall sind riesengroße Bäume, was so schön ist. Wir fühlen uns hier so wohl und es ist ein so energetischer und natürlicher Platz. Aber er birgt eben auch Gefahr. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was können wir tun, um uns mehr zu schützen. Wir haben ein Flussbett vor unserem Land, das natürlich vollkommen trocken ist jetzt, aber gegebenenfalls könnten wir die Sträucher und Bäume darin fällen, um wenigstens eine kleine Brandschneise zu haben. Und wir haben jetzt auch reagiert und mehr Feuerlöscher aufgestellt. Aber ja, es war wirklich ein großer, großer Schreck. Und ich habe kürzlich, jetzt am Samstag, ich habe jeden Samstag ja Kurstreffen vom Angstfreigebären-Intensivkurs, da hatten wir es auch von diesen Containern. Manchmal ist unsere Familie nicht ausreichend, um uns wirklich zu halten. Dann brauchen wir einen größeren Container, also vielleicht
andere Menschen in unserem Umfeld, die uns sehr wichtig sind, die uns sehr nahe stehen, wo wir so sein können, wie wir sind. Und wenn auch das nicht ausreicht, dann ist es so hilfreich. Und das war was, was mir auch in den letzten Jahren sehr geholfen hat. Und was ich sehr unbewusst gemacht habe am Anfang, ist, sich von was Größerem gehalten zu fühlen. Und bei mir ist das insbesondere hier auf diesem Land die Natur, die einfach so, die mich hier schon fast anspringt. Und meine Tochter hat jetzt, glaube ich, seit mehreren Monaten keine Schuhe getragen. Ich bin hier auch hauptsächlich barfuß unterwegs. Und alleine das fühlt sich so an, als ob mich das wirklich erdet. Es gibt sogar Studien dazu, wenn wir barfuß unterwegs sind, dass inflammatorische Prozesse im Körper gehemmt werden. Das Gleiche passiert, wenn wir zum Beispiel auf dem nackten Boden schlafen würden. Was auch Sinn macht, wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen und ja, dass wir früher auch in einem Tribe gelebt haben. Ich glaube, hier in der Türkei ist es vielleicht was, was noch mehr spürbar ist oder noch mehr verwurzelt ist. Mein Mann wird nicht müde zu sagen, dass wir ein Tribe sind und dass die Türkei eine Tribe-Geschichte hat. Und das ist natürlich auch was, was mir immer wieder sehr fehlt. Ja, also ich denke gerade auch, diesen Container wirklich von Frauen um einen rum zu haben, die sich gegenseitig halten und unterstützen, ist was unglaublich Wundervolles. Und das vermisse ich immer wieder sehr. Und umso wichtiger ist es, sich zum Beispiel mit der Natur zu verbinden und dieses Zuhause hier wirklich zu pflegen. Letzte Woche ist ein Familienmitglied verstorben. Nicht unerwartet, aber es war natürlich, ja, es ist immer noch sehr traurig. Und was ich gemacht habe, und das würde ich euch auch so sehr empfehlen, das ist was, was ich erst kürzlich integriert habe und ich finde es unglaublich kraftvoll. Ich habe eine Kerze angezündet, die windgeschützt war, damit sie nicht ausgeht, und bin dann mit offenen Augen hier durch den Garten gelaufen mit meiner Tochter und habe geschaut, was der Garten mir anbietet, sozusagen. Und das waren ein paar Tannenzapfen, die ich hinter unserem Gemüsebeet am Waldrand gefunden habe und die letzte noch blühende Rose an unserem Holzschuppen. Dann eine Pflanze, von der ich keine Ahnung habe, wie sie heißt. Das ist ein riesengroßer Strauch und die Blumen sehen so aus wie Lavendel, das ist es aber nicht. Das heißt, diese fliederfarbenen Blumen habe ich so noch gepflückt und ein herzförmiges grünes Gerank, das bei uns einfach überall wächst, um alles zu umschließen, die Kerze und die Tannenzapfen und die Blumen. Dann habe ich es noch auf ein goldenes Tablett gestellt und es war wie so ein kleiner Altar in Ermangelung eines besseren Wortes und einfach ein Platz, an dem wir bewusst stehen bleiben konnten und uns verbinden konnten mit dem Verlust. Und ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen was wie ein Schmerzritual. Und gerade wenn wir uns auch unsere Geschichte anschauen, in unserer heutigen Welt haben wir, denke ich, viele Rituale verloren oder sie sind in Vergessenheit geraten. Und ich stelle für mich wirklich fest, wie kraftvoll das ist. Wirklich in dem Alltag, der ja auch oft sehr schnell ist, wo viele Dinge passieren, einmal innezuhalten und die Gedanken auf was ganz Bestimmtes zu lenken. Ja, und was ich noch sagen wollte, was ich so oft erlebe, und es passiert auch meinen Kursfrauen und es passiert auch mir, das ist mir so oft so gegangen. Ich weiß noch, wie frustriert ich oft war, wenn ich den ganzen Tag beschäftigt war, um den Raum zu halten für unser Zuhause. Und das sind ja all die Dinge, die einfach nicht so offensichtlich sind, nur dann, wenn wir es nicht erledigen. Also zum Beispiel das Geschirr zu spülen und aufzuräumen, hier draußen zu kehren oder drinnen Staub zu saugen, die Fenster zu putzen und Wäsche waschen, aufhängen, zusammenlegen und so weiter. All diese Dinge, die wirklich viel Zeit kosten, Essen machen, davon ganz zu schweigen. All diese Dinge kosten Zeit und Energie und es kann frustrierend sein, aber ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, dass all das dazu beiträgt, dass wir ja unseren Container schützen und pflegen, in dem sich alle wohlfühlen und sicher fühlen, dann kann das ein sehr stärkender Gedanke sein, zumindest ist es das für mich. Und
Da glaube ich wiederum auch, dass es so wertvoll ist, wenn Frauen sich gegenseitig sehen und dafür wertschätzen und anerkennen, weil das für Männer vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist und es manchmal auch wirklich frustrierend ist. Eutun hat hier vor ein paar Monaten einen wirklich wunderschönen Zaun gebaut und ein Dach auf unserem Balkon vom Gästehaus. Und das, wenn ich dort sitze, dann erinnert mich das immer an Herr der Ringe. Wir haben schöne Lampen aufgehängt und Kerzen. Also es sieht einfach wunderschön aus und jeder, der hierher kommt, war natürlich voll des Lobes und Gott, wie hast du das gemacht und so weiter. Das sind so Dinge, die so offensichtlich sind, weil sie neu sind und der Mann was geschaffen hat. Und wenn Frauen, ich gehe jetzt von meiner Situation aus, in diesem Fall dahinter stehen und den Raum eben dafür gehalten haben, dass die Männer sowas überhaupt kreieren können, dann ist es einfach weniger offensichtlich und wird weniger anerkannt. Was nicht bedeutet, dass es nicht eine unglaublich wichtige Arbeit ist. Und sollte es dir so gehen, ich sehe dich auf jeden Fall. Also ich denke, wir sind sicherlich immer wieder frustriert davon, wenn es einfach nicht aufhört mit der Arbeit. Aber gerade diese kleinen Momente haben sich für mich als unglaublich wichtig und wertvoll erwiesen. Ja, ich habe gerade noch mal überlegt, ob ich noch was ergänzen wollte, aber ich denke, das war an dieser Stelle alles. Ich hoffe, es hilft euch weiter in eurem Alltag und ja, motiviert euch, dass all diese Dinge, die ihr den ganzen Tag über macht, dass sie nicht für nichts sind und dass nur dann auffällt, was ihr arbeitet, wenn ihr eben nicht gearbeitet habt oder krank wart und Dinge eben liegen bleiben und das dann vielleicht ein negativen Kommentar gibt und ansonsten kaum Lob und Anerkennung. Aber ich denke, je mehr wir sehen, was wir leisten und uns dafür wertschätzen und wirklich verstehen, was es bedeutet für andere Menschen, für die eigene Familie den Raum zu halten, dann ja, ist es sehr viel leichter, den Alltag zu gestalten. Und vielleicht macht ihr viele Dinge einfach auch unbewusst für diesen Zweck. Ich weiß noch, wie das zum Beispiel war. Ich habe viele Jahre auch im Wohnwagen gewohnt und unterbewusst habe ich da natürlich auch ein Zuhause gestaltet und dazu beigetragen, dass sich das anfühlt wie ein Zuhause. Was mir im Nachhinein auffällt, dass viele Reisen hat mir, obwohl wir ja viel draußen waren, trotzdem so ein bisschen den Zugang oder die Verbindung zur Natur verwehrt. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber dadurch, dass ich jetzt wirklich viel Zeit hier auf diesem Land und in diesem Garten verbracht habe, ist mir wahrscheinlich überhaupt erst bewusst geworden, was das bedeutet, mit einem Land zu arbeiten und wirklich in eine tiefe Verbindung zu treten. Und das bedeutet nicht, dass man das auf der Reise nicht machen kann. Wenn sich das so ein bisschen implementiert hat, dass wir bewusst sind und achtsam durch die Natur gehen, schauen, was sie uns für Geschenke anbieten kann, und das kann für jeden anders aussehen, dann können wir überall, ja, mit einem kleinen Blumenaltar in Anführungsstrichen, ich weiß wirklich nicht, wie ich es anders nennen soll, genau das Gleiche machen. Ja, also ich hoffe, es hilft euch weiter und ich hoffe, es erinnert euch auch dran, dass ja Frauen untereinander einfach auch ja kraftvoll sind und sich vielleicht auch noch mal anders sehen und anerkennen können, als das von männlicher Seite möglich ist. Und das hat nichts mit Matriarchat oder Patriarchat zu tun. Ich glaube, es ist auch genauso wertvoll, wenn Männer unter sich sein können und ja, unter sich sein können und sich Halt geben können. Okay, ihr Lieben, jetzt mache ich wirklich Schluss. Wenn ihr mehr Einblicke haben möchtet von meinem Alltag hier in der Westtürkei und von meiner Arbeit zu Frauenkörperkunde und Hebammentätigkeit, dann folgt mir sehr gerne auf Instagram. Der nächste Angstfrei-Gebären-Intensivkurs ist jetzt eröffnet zur Anmeldung und ja, auch der nächste Vulva-Workshop, der nächste Termin steht jetzt auch fest. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und ja, werdet euch ganz bestimmt auch weiter ein bisschen mitnehmen, wenn euch das weiterhilft. Bis dann!